Sehr gut gelaufen. Hat er auch noch gewartet, bisschen verzögert, den Gegenspin. Eigentlich gut kurz gespielt von Timo Boll. Und auf diesen Ball, der springt etwas hoch und trotzdem sehr, sehr für Timo Boll sprechen. Sehr gut mit Rückhand hier, was sich in den ersten zwei Sätzen von Bojan Tokic schon angedeutet hat. Das zeigt er jetzt auch hier. Viele Spieler greifen Timo ja in der Rückhandseite an. Und wenn Timo ein gutes Gefühl für diesen Rückhand-Gegenspin hat, schon eine andere Platzierung bedurft, hat er ein bisschen zu einfach in die Rückhandseite, in die Vorhandseite gespielt. Und da hat man eigentlich mal das gesehen, was im Ursprung die Stärke von Martinet ist. Diese sehr, sehr aggressiv gespielte Rückhand aus der Halbdistanz. Man sieht es bestimmt gleich nochmal in der Zeitlupe. Hier ist auf dem Weg eigentlich zurück. Hätte er vorne bleiben sollen, hat er eigentlich nicht klug gemacht. Aber hier kommt er mit seiner großen... Da entschuldigt er sich zwar, aber das war das, was Timo Boll in vielen Jahren schon auszeichnet. Den Ball in der steigenden Phase zu nehmen, hat er eigentlich gut angefangen. Wir sehen es nochmal hier nach dem langen Aufschlag mit viel Rotation. Das Netz berührt und hier nimmt er den Ball direkt in der steigenden Phase. Fast Dropkick nimmt er seinem Aufschlag wieder direkt zu punkten. Super langer Ballwechsel und Giannis hat es vielleicht auch so angezeigt, wenn ich das richtig verstanden habe, versucht sich da zu beruhigen, einfach zu sagen, Mensch, ich muss in den langen Ballwechsel reingehen, ich muss mir auch mal zutrauen, in Ruhe abzuwehren, ich brauche gar nicht jeden Ball versuchen, mit der Vorhand anzugreifen. Der Ball ein klein wenig, war schwer den Schnitt einzuschätzen. Eine artistische Einlage, da wollte er so einen seitlichen Topspin spielen. Sehr guter Ball, da kommt er ins Spiel aus der Halbdistanz, fast Florettartig würde ich mal sagen, nach vorne gestürmt. Und hier übernimmt er mit einer langen Bewegung, das war richtig, wie es im Lehrbuch steht. Was für ein Ballwechsel bei 0-0. Die sind richtig heiß gelaufen schon. Das ist wirklich auf allerhöchstem Niveau gespielt. Und man sieht da diese Beidseitigkeit, sieht wie früh Timo Boll die Bälle nimmt. Hier kommt Bojan Tokic nochmal zurück. Eigentlich ein super paralleler Ball. Und da, wie sagt man, fast vorne, dann kann man schwer beschleunigen. Also im Augenblick Thiago Apollonia wirklich oben auf. Und als hätte er mich gehört und wollte zeigen, wie gut er sich bewegen kann, zeigt er das hier sehr, sehr souverän. So kennt man Thiago Apollonia, so bewegt er sich wirklich unglaublich dynamisch auf diesen Vorhand-Topspin. Kommt er noch wirklich hin, hat eine sehr, sehr gute Körperstabilität. Der Ball wird mit viel Rotation in die Vorhand zurückgespielt, vor Giannis zum Punktgewinn zu kommen. Wahnsinns Ballwechsel.
super gespielt von beiden Seiten. Er treibt sich sozusagen durch die ganze Breite der Box. Die Diagonale konnte gar nicht lang genug sein. Absoluter Wahnsinn. Fast ums Netz gespielt hier. Und die Arme mussten länger und länger werden von beiden. Und auch diesen Ball hat Giannis fast.